Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalat wassalam, ar-Rasulillah, wa al-alihi, wa sahbihi, ajma'in. Ich habe schon des Öfteren erwähnt, mein Weg zum Islam war ein Weg der Erkenntnis. Ich habe mich mit dem Islam auseinandergesetzt, ich habe kritische Stimmen gehört, von kritischen Stimmen gelesen. Ich habe mich mit den Meinungen der Islamkritiker auseinandergesetzt und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass alle Dinge, die am Islam kritisiert werden, beziehungsweise alle Scheinargumente, die gegen den Islam vorgebracht werden, kein Beweis gegen den Islam sind, sondern dass der Islam vielmehr die wahre Religion des allmächtigen Gottes ist. So. Das heißt, meiner emotionalen Verbindung mit dem Islam ging eine rationale Recherche voraus. Und ich habe mir halt, wie gesagt, viele Scheinargumente angehört, viele Vorwürfe angehört, habe recherchiert, habe reflektiert, habe darüber nachgedacht, bin im Endeffekt zu dem Ergebnis gekommen, dass das alles haltlose Argumente sind, die rational widerlegbar sind. Und von daher ist es immer so, wenn ich heute irgendwie höre, oh, da ist irgendwo wieder hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, irgendjemand mit einer super Erfindung gekommen und er hat jetzt den Islam widerlegt, das ist das Ende vom Islam, da mache ich immer nur noch so auf diese Art und also sinngemäß, ja, weil ich mir denke, ja, ja, klar, bring es mal her. Weil wie gesagt, ich habe mich mit den ganzen Sachen vorher schon beschäftigt und jedes Mal, wenn jemand mit irgendeinem Scheinargument kommt, sieht man am Ende, dass es mehr als lächerlich ist. So ist es mir vor einigen Jahren passiert, dass ich in der Bonner Innenstadt jemanden getroffen habe, der sich mit dem Islam beschäftigt, der auch sehr gebildet ist und der dann meinte, oh, aber jetzt ist ein Buch rausgekommen, das muss man unbedingt mal gelesen haben. Hast du das Buch schon gelesen? Das ist von einem gewissen Luxemburg und er redet dort davon, von der syrisch-aramäischen Leseart des Korans und er hat dort Erkenntnisse, dass also dort Fehlübersetzungen sind und das ist jetzt eine Revolution nach diesem Motto, ja, weil das halt immer so ist, es wird immer, genau wie mit diesen Manuskripten, die angeblich im Jemen gefunden werden, es wird immer dargestellt, als wird das ganz gewaltiges, ein großer Schlag, ist das jetzt die neue Reformation im Islam und hin und her, ja, und da kann ich euch das mal kurz vorlesen, das ist ein Bericht, der in der Zeit einmal stand, keine Huris im Paradies, so, und man fängt immer schon an mit einem Schlagwort, damit der Leser dann den ganzen Text über sich an diesem Schlagwort orientiert, dass er direkt beeinflusst wird beim Lesen, ja? Keine Huris im Paradies? Fragezeichen. Wurde der Korantext falsch überliefert? Das ist sozusagen, hier soll das eine rhetorische Frage sein. Ja, er wurde falsch überliefert. Nicht Jungfrauen, sondern weiße Trauben warten auf den Muslim im Jenseits? Ein deutscher Wissenschaftler hat frühe Textfragmente untersucht. Der hat eigentlich gar nicht frühe Textfragmente untersucht, es hat eine syrisch-aramäische Leseart angewandt, aber egal. Seine Quellen, soweit ich das verstanden habe, seine Quellenkritik bedroht die islamische Theologie. Wenn man das hört, da denkt man schon, oh, gefährlich, ja. Dann ich bringe einige Schlagworte noch aus dem Text. Diese Lehre ist unter Druck geraten. Westliche Beobachter sprechen schon von einer Welle des islamischen Protestantismus. Obwohl das auch eigentlich völliger Quatsch ist, weil, naja, okay, lassen wir das, ja. Mitten hinein in diesen ungleichen Kampf zwischen Liberalen und Orthodoxen, ich zähle also immer nur ein paar Sätze auf, damit man mal sieht, wie die versuchen, hier was ganz Großes daraus zu machen, ja. Und dann werde ich gleich auf den Vorwurf eingehen. Das ist auch für die Nicht-Muslime, die sich für den Islam interessieren, sehr interessant, damit man mal sieht, was hier für ein Blödsinn verbreitet wird, ja, auf jeden Fall. Mitten hinein in diesen ungleichen Kampf zwischen Liberalen und Orthodoxen hat ein deutscher Gelehrter ein Buch geworfen, das auf dem besten Weg ist, weltweit Furore zu machen. Oh, die Furore ist jetzt aber schon seit Jahren ausgeblieben, ja. Der Mann zieht es vor, jetzt noch etwas dramatisieren, der Mann zieht es vor, sich Luxemburg zu nennen, ein Pseudonym. Er sagt, meine arabischen Freunde haben mir dazu geraten, nachdem sie meine Thesen kannten. Der promotivierte Semitist, also Fachmann für altsemitische Sprachen, insbesondere Aramäisch, hat gut daran getan, auf seine Freunde zu hören.
sollte seine Methode sich durchsetzen, entstünde nicht weniger als ein grundlegend neues Verständnis des Korans. Erstmal, da entsteht kein grundlegend neues Verständnis des Korans, selbst wenn es stimmen würde, sondern wären halt einige Begriffe falsch übersetzt worden. Das würde aber nichts an der Botschaft des Islams an sich ändern. Nur mal das dazu, ja. Aber ihr werdet gleich sehen, was das für ein Schwachsinn ist. Okay. Luxemburg kann zeigen, dass der Koran in vielen Stellen von den arabischen Kommentatoren fehlgelesen und missdeutet wurde. Oh, da sind wir ja gleich mal gespannt. Viele dunkle Stellen, die in über 1000 Jahren der Arbeit am Heiligen Text selbst für arabische Native Speakers rätselhaft blieben. Ach so, mashallah, na gut. So, dann kommt's. So klärt er zum Beispiel das Rätsel der Paradiesjungfrauen auf, der großäugigen Huris, die vermeintlich auf die gottesfürchtigen Paradies warten. Über die Sinnlichkeit der jenseitigen Männerfantasien haben sich schon seit je die Kommentatoren gewundert. Keine Religion des vorderasiatischen Raumes wusste ihre Gläubigen derartiges zu versprechen, wie es etwa die Suren 44 Vers 52 tun. Für die christliche Polemik gegen den Islam waren die entsprechenden Stellen immer willkommen. Nach Luxemburgs Erkenntnissen laufen diese Angriffe ins Leere. Naja, also die wollen jetzt so tun wie, aha, die Christen haben ja immer gesagt, ja, das ist aber schlecht, dass es im Paradies Geschlechtsverkehr gibt, weil Geschlechtsverkehr ist ja was Unreines. Im Islam ist es gar nichts Unreines. Und jetzt wollen sie so tun, als wenn der Luxemburg ja eigentlich den Islam verteidigt, weil damit ja gar keine Paradiesjungfrauen gemeint sind. Der Koran spricht nämlich gar nicht von Jungfrauen. Luxemburg zeigt, dass die Huris in Wirklichkeit nichts anderes sind als weiße, kristallklare Trauben. Früchte, die in den Paradiesvorstellungen des Orients von alters her als Sinnbild von Wohlleben und Behaglichkeit galten. Ja. Dann heißt es dann nachher noch, dass also seine Thesen umstritten sind, dass also die Arabisten seine Positionen ablehnen und die Semitisten sie annehmen. Okay. Jetzt gucken wir mal. Was für ein Schlag. Man hat gehört, also es wird hier dramatisiert. Oh, jetzt haben wir gezeigt, der Koran ist falsch. Also es geht darum, wenn also Huris keine Paradiesjungfrau sind, sondern eine kristallklare, was war es noch hier? Kristallklare weiße Trauben. Wenn sie das sind, dann ist also die Theologie des Islams völlig widerlegt. Erstmal ist das schon mal totaler Quatsch. Selbst wenn das wahr wäre, ändert das ja nichts an der Botschaft. Denn wer will schon in die Hölle gehen? Dann gehe ich lieber und esse weiße, kristallklare Trauben im Paradies und habe die beste Welt von allem. Aber schauen wir jetzt mal, was die Leute dort so alles erzählen. Ja, da haben wir zum Beispiel, gucken wir mal im Koran den Kontext. Wir müssen den Kontext betrachten, ja, und dann schauen wir mal, ob das kristallklare weiße Trauben damit gemeint sind. Zum Beispiel in Sure 44, Vers 54, ja, das Schöne ist, die haben ja auch noch den Vers dazu geschrieben, ja. Da steht zum Beispiel, وَزَوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ, über die Paradiesbewohner, und wir verheiraten sie mit Hurin Ein. Das heißt, schöne, großäugige, man kann sagen Huris. Ich würde sagen, man könnte es als Paradiesjungfrau bezeichnen. Ach so? Ah, aha. Also der wird mit weißen, kristallklaren Weintrauben verheiratet. Dann in Sure 52, Vers 20, nochmal. وَزَوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ. Wir verheiraten sie mit weißen, kristallklaren Weintrauben. Aha. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant, auf was für Ideen die Leute so kommen. Dann in Sure 55, Vers 72 bis 76. Dort sagt Allah, Hurun maksuratun fil khiyam. Huris, ja, zurückgezogen in Zelten. Ach, weiße, kristallklare Weintrauben, zurückgezogen in Zelten. Fabi'i alai rabbikuma tukadhiban. Welche Gnadengaben eures Herrn wollt ihr beide dann leugnen? Dann geht's weiter. Lam yatmithuna insun kablahum wala jan. Davor wurden sie weder von Mensch noch Djinn sozusagen entjungfert. Aha, also sie sind noch jungfräulich. Achso, die Weintrauben sind jungfräulich, sehr schön. Dann weiter. Fabi'i alai rabbikuma tukadhiban. Welche Gnadengaben eures Herrn wollt ihr beide dann leugnen? Dann weiter. Mut
muttaki'ina ala rafrafi khudri wa abkarin hisan. Dann sagt er, ja, also die lehnen sich auf grünen Decken, die lehnen sich auf grünen Decken und auf schönen Teppichen. Das heißt, das sind halt schöne Wesen, ja, die sich halt auf grünen Teppichen, ja, und schönen auf grünen Decken und schönen Teppichen hinlegen. Ach so, weiße Weintrauben legen sich dorthin. Also wir verheiraten weiße Weintrauben, die in Zelten zurückgezogen sind und auf Decken liegen, die verheiraten wir halt mit den Paradiesbewohnern. Weiße Kristall. Also man sieht wieder wirklich jede Sache, mit der die kommen. Und das war jetzt der Schlag. Wir haben es gelesen. Das wird jetzt bestimmt bedroht, die islamische Theologie. Ja? Islamischer Protestantismus. Ja? Weltweit Furore. Sowas soll weltweit Furore sorgen. So ein Unsinn. Also... Man glaubt manchmal wirklich, man fragt sich, ob die Leute sich nicht schämen, so etwas überhaupt auf den Markt zu setzen. Da sehen wir wirklich, in was für einem Irrenhaus wir gelandet sind, ja. Dann haben wir hier noch. Ja, dann haben wir hier noch etwas, was das unterstützt. Und zwar in Sure 78, Vers 33. Wa kawaiba atrabe. Das heißt, vollbusige, gleichaltrige, weibliche Wesen. Vollbusige, weiße, glas, kristallklare Weintrauben. Subhanallah. Naja, wie gesagt, also vollbusig, jungfräulich, in Zelten zurückgezogen, auf Decken, grün, und verheiratet. Das heißt, das sind die ersten jungfräulichen, in Zelten lebenden, auf grünen Decken und schönen Teppichen liegenden, weißen, kristallklaren Weintrauben, die mit den Paradiesbewohnern verheiratet werden. Noch dazu kommt die Sunna, die dann auch noch die ganze Sache nochmal spezifiziert, wie die Hurul Ain aussehen. Das heißt, ich übersetze das jetzt mal als Paradiesjungfrauen, Huris mit schönen Augen. Ja. Und wie gesagt, da sieht man wieder, es wird immer ein großes theatralisches Theater gemacht, wie der Islam jetzt widerlegt worden wäre. Und wenn man dann auch nur wirklich die Augen nur so ein bisschen aufmacht, sieht man, dass das alles der größte Schwachsinn ist. Wie gesagt, ich kann mich manchmal gar nicht halten über so viel Unfug, der erzählt wird, ja, und bitte verzeiht es mir und auch die Nicht-Muslime, aber ihr müsst verstehen, ich bin ein gläubiger Muslim und dann sehe ich so eine Täuschung, wie die Menschen getäuscht werden, ja. Wie gesagt, wenn, oh, das wird Furore sorgen, ein islamischer Protestantismus und die Welt im Umbruch, nach dem Motto, für nichts, für eine Sache, die man mit einem einzigen Blick im Koran sofort widerlegen kann, eine Aussage, die nichts ist, eine Aussage, die mit einem einzigen Blick in den Koran widerlegt werden kann. Ich bedanke mich bei euch. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.